Und damit willkommen zur zweiten Folge The Devil in Me zusammen mit Angus. Vielen Dank, dass du da draußen wieder zuschaust und danke an alle, die das letzte Video mit einer positiven Bewertung bewertet haben. Ja, ich bin ein alter Direktor, der sehr abgehalftert ist. Und du bist mein Fotograf. Ja, und ich bin schwarz, groß und wahrscheinlich auch sehr lang. Und höchstwahrscheinlich hast du im College Basketball gespielt. Wahrscheinlich, ja. So, wir müssen da oben. Aber ich Welches denke, Zeichenschema? wenn ich College Basketball gespielt habe, will ich nicht so eine Kamera herumtragen. Genau, nein. Gut, da funkelt was. Oh. Ach, klettern. Du hast ja gehört im Intro, es gibt diese Sammeldinger. Müssen wir gucken, ob wir sowas finden. Ach, diese guck, diese Coins. P Pennies da, ja. Ja, die toten Pennies. Ja, die toten Pennies. Vielleicht für die ganzen Pennies, die da draußen sind, aber ihr seid tot. Schon dabei. To jog. Oh, ich kann joggen. Yeah. Ah, zum Klettern oder Springen, easy. Mann, ist das laut. Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber. Geh mal hier hin. Oh, so viel zu Plan A. Oh, hier ist Wir müssen funkelt drum was, Kalle. herumkommen. Na los. Ja. Alles für die Aufnahme, ne? Warning, Cliff Erosion. Ich glaube, wir müssen hier lang. A drücken. Hey Mark, ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Ja, ich glaube, wir müssen hier Fürs Film oder Ja, was? ich will mal Runter. eben die Ja, andere das ist Seite so. prüfen. Wie Ja, du mach weißt, mal. sind manche Ich gehe schon mal Crewmitglieder ein immer bisschen mal weiter. wieder anstrengend. Oh, man kann beide Seiten benutzen. Jamie und Kate Achso. hätten nie mitgemacht, wenn du nicht Deswegen, dabei ich gewesen wollte jetzt wärst. Ich dachte, die runterspringen. Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Ja. Scheint so. Oh, links oder rechts? Erst rechts. Nee, das ist Dead End. Oh, erstmal ins Dead End. Finde ich super. Sonst kann ich, dass man Alexa Dead End kennt. Was? Das sieht so. Das sah so nach so einem Versteck aus. Ja, das sag ich mir in den scheiß Teil auch. Oh. Was steht da? War wohl ein übler Sturm. In Gedenken an die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai 1907, der 187 Leben auslöschte. Die Crew und Passagiere der SS Cassiopeia, die zu Fuß dieser Klippen in die Felsen fuhr. Hart. Okay. Respekt. Pray for the souls. Ich denke mal, wir müssen hier hoch. Hm? Sieht gut aus. Warte, ach, kann man da nicht hier? Vielleicht ist da ein Coin, weißt du? Ist man ja gar nicht. Ne, man kann gar nicht weiter. So Coins werden uns jetzt so ablenken. Nee, das nicht, aber ich mag lieber Sidequests machen erst, anstatt Story. Ja, kenne ich. Eine hübsche Gegend ist das hier, wo wir sind. Oder? Jetzt guck mal die Gegend an. Guck mal, Oh. Herrlich. Ah. Geile Grafik. Außer die Limousine, die fand ich nicht so. Ja, die war so ein bisschen. Die war ein bisschen GTA-mäßig. Kommt klar, alter Mann? Ja. Oh, guck mal, ich habe ein Feuerzeug. Wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauche Ich dich im habe Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, hab weißt nur du? eine Kamera und Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh,
Ja, natürlich, sicher. Nimm dir da du die Taschenlampe hast, vielleicht sollst du vorbei zuerst gehen. Ich hab nämlich nur. Solltest du auch versuchen, eine Auszeit nehmen. Fleisch. Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. Sehr gut gebaut hier. Die du irgendwo im Schrank versteckt hast. Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet. Also ich kann nicht die Scheine hoch. Läuft die Ehe so? Nee, ah, da voll ist sie da nicht. Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich. Können wir die mal eben noch angucken? Ja, wir brauchen immer noch die Coins. Job verheiratet. Ja. Ist wahrscheinlich, wenn die so offensichtlich irgendwo rumliegen. Und wir werden uns dann richtig dumm fühlen. Natürlich. Oh. Ja, ich will gerne dahin. Ja, du musst immer erst warten, bis ich darüber bin. Das habe ich auch schon gerade gesehen an dem Abgrund. Alter, die Aussicht. Ah, hier. Oh, guck mal das an, ey. Ja, super geil. Weißt du, wie geil das wäre, wenn wir hier oben irgendwie wohnen würden? Ja, und dann haben wir sicherlich so richtiges Bambus-Internet. Ja. Ich war schon McDonalds-Internet, aber wir hätten ja kein McDonalds. Hier nicht. So einmal durch die Spalte rutschen. Oh, bei mir heißt es Shimmy. Schimmi. Leck mich, da war gerade ein Jumpscare. Oh, meine Fresse, ey. Was zur Hölle ist das? Hast dich auch erwischt? Ja, natürlich hat's mich erwischt, ey. Alter. Hat's dich auch erwischt, oder? Ja. Na komm, mach mal Hoppe. Ich weiß gar nicht, wie ich dich hochgezogen habe. Mit der unbestimmten Kraft der Jugend. Ich habe gar nichts gehört. Ich habe noch nie mal einen Ärmel oder sowas gehabt. Ja. Ich gehe hier hinten hin, rechts. Nur das Licht. Kannst du links gehen, wenn du möchtest. Wie soll das bitte in die Show passen? Ist mir nur aufgefallen. Komm mal. Folg dir erstmal. Du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug. Inspect. Überschneidet sich. Bist du da sicher? Wir brauchen auf jeden Fall einen Key. Nicht gerade... Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Ich meine nicht IKEA. Ich meine, wir brauchen einen Key. So, dann drücke ich mich mal hier durch. Echt, will ich da nicht durchpassen? Muss ich jetzt warten, bis du da durchgekommen bist? Ja. So, ich bin durch. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, ey. Okay, hier ist wieder eine Tür. Ich hätte auch ruhig dann Po schnüffeln können, ne? Ja. Ich muss hier oben jetzt gerade auf dich warten. Na, ich komme schon. Jetzt wollte ich eine Taschenlampe ausmachen, weil ich gerade Feuerzeug. Ziemlich alt aus. Ich habe hier eine Kiste gefunden. Vielleicht kriege ich sie geknackt. Oh. Was ist das? Nur eine alte Münze. Ich habe eine Münze gefunden. Hals und Beinbruch.
Die war in dieser Kiste, wo der Vogel drauf saß. Vielleicht gibt uns das irgendwie Hinweise. Ja, der manchmal etwas schwer mache. Ja, der Rabe, ich weiß von damaligen Spiel, der Rabe gibt dir halt Hinweise, ob du was Richtiges gemacht hast oder was Falsches gemacht hast. Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen? Danke, yeah. Charlie. Versteh schon. Ja, ich guck mal eben die Tür an. Wahrscheinlich abgeschlossen. Ja. Also ich muss das climben. Und eventuell musst du das schieben. Weiß ich nicht genau. Zum Fenster hin, ne? Ja, ich versuche gerade noch das Ding zu greifen. Allerdings. Ich habe nur Climb jetzt gerade. Ich auch. Der hat mir gerade den Tipp gegeben, ich muss das schieben. Oh, Climb kann ich. Vielleicht muss ich da oben drauf? Das kann gut sein. Ja, der muss auch oben drauf bleiben. Ja, er ist gerade automatisch runtergelaufen. Ah, guck, hier ist der Henkel, ne? Weiß nicht, was ich machen soll. Er hat mir gerade gesagt, wir sollen hier das hier schieben. Ja. Ah, ich hab's. Ja, dann muss ich wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, du musst schieben. Habe ich doch. Warte, stopp. Wer hast das gemacht? Ich bin hier an den Henkel gegangen und hab X gedrückt. Ich geh rein. Oh, guck mal, Karl, direkt links neben dir. Ja. Da ist bestimmt so ein Coin drin. Schön, dich kennenzulernen. Was macht das halt denn hier drin? Ne? Hier kann man nicht rein. Hier ist nix. Hier kommen wir nicht mehr zurück. Ich komme hier nicht durch ohne dich. Jetzt komme ich durch. Aber hier Licht. Ich habe hier irgendwas. Oh! Hä? Ein Bild gefunden. Ich hab was gesehen, Karl. Okay, was war's? Hast du das auch gesehen? Nee, das aber... Das war sowas wie ein Eisberg, das explodiert ist. Oh, ich krieg dieselbe Vision. Eine Vorahnung freigeschaltet. Explosion. Ja, das, wie gesagt, das sah aus wie ein Eisberg, das explodiert ist. Ja. Ich glaube, wir müssen hier durch. Ja, ich wollte gucken, ob irgendwas im Kühlschrank ist. Hier muss nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Ich habe natürlich keine Angst, dass ich schwarz hier bin. Der Schwarze stirbt immer zuerst. Ah ja, die guten alten Klischees aus den 80er Jahren, ja. Horror, da kennst du nicht. Was? Feuerzeug? Ja. Ich sehe nichts. Ich hab auch nichts. Ich hab das hier. Oh doch, ich habe ein rotes Licht jetzt. Was macht es? Keine Ahnung. Es leuchtet rot.
Leuchtverbot. Auch ein bisschen schnell, mein Charlie, alter Mann. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Jemand stopft eben gerne Tiere aus. Entspann dich. Oh, guck mal. Tolles Hobby. Oh, Okay. Hübsch. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Können wir das noch vielleicht als Bild verkaufen? Frage. Oh, hier, ja. Hier, bevor du das aufhebst, hier im Raum erst. Ich untersuche mal eben den Vogel hier. Ja, warte, ich hab hier was. Climb. Oh, doch nicht. Da hättest du doch erst den Vogel machen müssen, ne? It's gonna be okay. It's all gonna be okay. Ja, ich dachte, der Vogel wäre ein Stück breiter, oder? Das ist perfekt. Na komm, film los. Schwenk über den See, bis die Insel. Ja, ein kleines bisschen Bild vergessen, dass wir einen scheiß Tower climben müssen. Zoom auf den Leuchtturm. Da, unser Taxi. Los, gehen wir lieber zurück. Hätte ich auch denken können, den scheiß Leiter nach oben. Ja, jetzt wissen wir es. Nee. Ey, wir können nicht alles wissen, was in dem Spiel versteckt nee. Ist. Nee. Du machst wahrscheinlich später auch irgendwas Falsches. Natürlich. Keine Ahnung. Wir haben ja nur telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich habe gar nicht gefragt. Aber ich hätte doch gerne mal den Vogel gesehen. Gehen wir einfach mit, okay? Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumet. Alle an Bord und es kann losgehen. Das ist Mark. Mark? Aaron, Jamie. Ladies? Und das ist Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? Ich hoffe, die stirbt ich als erstes. Ich kann sie auch nicht abhaben. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar, natürlich. Ich hoffe, ich muss sie später nicht spielen. Dann werde ich auf jeden Fall Kamikaze machen. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist Hallo, bist Kate. Nein. Kann ich beleben. Sicher? Oh nee, das ist die eine. Hat sich nämlich nicht Sorgen. Ja. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Ganz schön zugeknüpfte Angelegenheit hier. Gott. Hier entlang. Keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Sag einfach nur nein. Atme tief und langsam, Charles. Huste dir bitte kein krankes Lungengewebe raus. Oh, ich... Schon okay. Stell dir einfach vor, da oben wartet eine Packung Kippen. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von hier fernhalten will? Ach, ich muss entscheiden. Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte. Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen.
Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera, ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Erin? Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumet. Hier lang. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Es ist genauso wie wenn du irgendwo bist, wo sie sagen, bitte keine Fotos, und du siehst ja alle mit ihrem Handy so lange Jacken, in den Jacken so rumfotografieren. Ja. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Ah, zum Glück bist du Kate oder Scheiße. Zurück. Haben sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los. Ich erklär's dir später. Ganz schlechtes Schmiertheater. Ja, ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Aber wir sind beide lesbisch und schon. Safe. Du bist wenigstens die mit richtigen Talenten. Hacken, Schlösser knacken. Ja. Was kann ich? Ich hab nicht mal einen Arsch in der Hose. Sollen wir hier einen Folgeschluss machen oder wie ist das? Auch noch ein bisschen. Auch noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Alter, guck dir mal das flache Gestell hier an, was ich laufe. Hey, kann ich dich was fragen? Und ja, ich mag deine Schuhe auf jeden Fall. Also, ja, meine Schuhe sind cool. Oder liegt was? Oh. Das gilt für uns beide. Was? Okay. Das ist meins. Die Wahrheit. Ja, okay. Das ist meins. Kann man die Show noch retten? Anscheinend ist deins. Wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Information findet. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall. Ein Geheimnis gefunden. Aber das ich hab ja auch was. Hm? Aber ich hab einen Coin gefunden. Ich hab einen Coin gefunden. Nice. Wo bist du? Ja, bei der Tür. Ich will hier noch eben. Hier steht Keep Out. Privatgelände. Ich wollte gerade sagen, ich wäre dafür, dass wir darüber klettern. Wir mussten das wohl auch. Ich glaube, hier Wand anscheinend. Ne? Oh, ich habe. Ist da Wasser am Schein unten? Ja, ne? Oh, ne, ich sehe hier nichts. Ich auch nicht. Oh. Bis jetzt mag ich das Spiel und Scheiß. Ich auch. Ich mag die Atmosphäre, ich mag die meisten Charaktere. Die meisten. Zum Glück musst du Kate spielen und Scheiß. Ja, danke. Ein Sicherheitskasten auch nix, nur. Kannst du mal aufhören? Niemals. Eine Tür, wo wir nicht reinkommen, ja. Natürlich.
hätte uns echt mal vorwarnen können. Wie, hier auf dem Dach drauf? Ja, ne? Sieht so aus. Ich seh nix shiny. Kein Ding. Entspann dich. Aha. Yay! Hey. So, los, beweg deinen knochigen Arsch darüber. Ja, ist hier hinten hin. Mal gucken, ob ich was finde. Also bis jetzt haben wir 2 Coins gefunden, das ist schon mal etwas, ne? Ja. Sicherlich 500.000 oder so. Na, Quatsch, der hat doch gesagt 13 Coins oder so. Ist das ein Telefon oder was ist das hier? Hm? Ja, an der Wand hängt ein Telefon. Wo? Vor dir. Nein, das hier. Ist das ein Telefon? Wo das ja. Wohl hinführt? Das sieht aber nicht aus wie ein Telefon. Das hinter dir sieht aus wie ein Telefon. Das liegt am anderen Ende. Ja, das hier neben der Tür an der Wand hängt, ist ein Telefon. Ach. Hier scheint irgendwas. Scheint brighter getan. Ja. Ich glaube, da müssen wir hoch. Lass mal eben kurz checken, nicht, dass wir irgendwas verpasst haben. Ey. Ja. Wir wollen ja nicht das gleiche machen wie der scheiß Vogel. Genau. Also ich sehe hier nichts drin. Nö. Alles gut. Hey, der scheiß Vogel hätte auch so ein Prevision sein können, weißt du? Ja. Seit wir die gefunden haben, gucke ich mir auch übrigens hier das Bild an. Leben Sie hier draußen auf der Insel? Runter! Mit Ihrer Familie? Meine Frau genau. Ist... Sie starb. Mr. Dumet, ist das eine echte Palme? Wurde die hierher verschifft? Ich glaube nicht. Das ist gerade bei mir gehangen. Nee, das Spiel macht das automatisch, weil wir nicht geduckt haben. Ah. Ich hab gesagt, wir sollten LT drücken. Und beide haben nicht gemacht. Ah, ich habe das bei mir gar nicht gesehen. Ich war da immer noch in dem Haus. Ja, ich war schon weiter weg. Also. So was, weißt du? Wir hätten so viel Informationen gekriegt, ey. Hier geht's wohl durch? Ja, das war erstmal. Da geht's hoch. Ja. Hier ist verschlossen. Hier ist nix. Hier hinten ist nix, Kalle. Nur die Gondel? Oh, die Gondel. Hm. Ja, dann lass mal durch, ja? Ja. Also hier ist verschlossen. Ich glaube, hier kommen wir durch. Nee. Nein? Nein, dachte, man könnte hier durchcrouchen. Warum müssen wir ja durch die Tür durch, ja? Ist verschlossen. Ja, dann müssen wir einen Schlüssel suchen. Oh, guck mal hier. Knochiger Arsch hoch. Allee. Maybe this is the way. Jetzt definitiv mal gebrannt. Oh, hier funkelt was. Ja, mach mal. Eine tote, verfaulte irgendwas. Warte. Das ist genau. Sieht aus wie eine Eidechse. Das ist eine Eidechse mit Eichhörnchen im Kopf. Ich gehe noch einmal hier unten, bevor wir weitergehen. Ja. Hier unten ist nix.
So, dann rennen in den Bunker. Oh, gemütlich, muckelig hier. Ich habe gehört, du bist auf Wohnungssuche. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Aber mega schön. Oh, ich habe hier eine Vorahnung. Es sind übrigens wohl diese Anatomiebilder. Hier auf dem Tisch. Ja, ja, lass mich mal gucken hier. Okay, das sah aus, ob jemand. Kann ich auch nicht sagen, also. Auf dem Stuhl sitzt. Was. Lass mich mal. Okay. Hier. Was ist das denn hier? RT. Mediterranen Cruise. Ein Geheimnis gefunden, nicht schlecht. Okay. Also, falls du möchtest, kannst du auch nochmal gucken. Hier ist noch was. Wo warst du? In der anderen Ecke. Mittelmeerkreuzfahrt 21. Dement eine Familie. Ja. Dement hat eine Familie, interessant. Hier, ja genau. Ja, ich lesen. So, dann mach ich mal auf. Hallo, mal. Moment. Ja, das ist ja echt gut weitergebracht. Ich gehe mir nochmal die Gondel angucken. Ja, ich hatte nichts über die Gondel. Oh, guck mal hier. Jetzt kann man da rein oder was? Wir können hier hochklettern. Ja, vorhin konnte ich nicht hochklettern. Hm. Boah, Kate in Nahaufnahme ist aber echt kein schöner Anblick. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Weiter, oder? Erstmal hier eine Cut.